Hallöchen, meine Lieben, und einen wunderschönen guten Tag, die Kitty hier, eure Handarbeitstrolli. Ich bin total aufgeregt. Und zwar hat das folgenden Grund. Diamond Art Club hat an einem Tag für ein sehr, sehr schmales Zeitfenster eine Mystery Box rausgebracht. Und das war so eine Geschichte für sich. Die Mystery Box sollte eigentlich für ein paar Stunden freigeschaltet werden. Die erste Mystery Box war innerhalb von 3 Minuten ausverkauft. Ich habe auch fast die erste Box bekommen, aber ich hatte sie schon im Warenkorb, war gerade beim Bezahlen und wollte quasi auf den Knopf drücken. Dann, nee, ausverkauft. Und dann dachte ich, nein, du bist bis 3 Uhr, weil die war in deutscher Zeitrechnung. Wurde das um 3 Uhr morgens released? Ich bin wach geblieben, ja. Aber dann dachte ich, gut, machst du mal Refresh deiner Seite und dann war es wieder da. Im Nachgang habe ich mitgekriegt, okay, ganz schnell hat Diamond Art Club reagiert und hat eine zweite Box rausgebracht. Diese habe ich bekommen. Ich habe schon reingeguckt, weil, du werdet da gleich sehen. Pass auf, erstmal hier. Schwer, aber nicht schwer genug, genau. Einmal habe ich gesehen, also später habe ich gemerkt, okay, die haben noch eine zweite Box zusammengeschustert, ganz schnell. Und dass einige die Probleme hatten, dass ein Diamond Painting Kit gefehlt hat. Und ich habe halt auf das Gewicht geguckt und dachte, okay, ja, ich glaube, bei dir fehlt auch eins. Weil folgendermaßen, es sollen sechs, Verzeihung, sechs Paintings dabei sein. Hier sind jetzt also nur fünf. Und zwar zwei noch nie gesehene, zwei Fan-Favorites, ein Mystery und mein Kopf ist leer. Ich will hier hingucken. Ich glänze euch ein. Auf jeden Fall habe ich Diamond Art Club angeschrieben, war kurz draußen den Flur wischen, kam zurück rein. In dem Moment, sie haben quasi in 10 Minuten geantwortet und bereits schon das fehlende Diamond Painting rausgeschickt. Also mir fehlt jetzt so von der Übersicht ein Fan-Favorite. Genau. Judy, also, genug geredet. Wir schauen hier mal rein. Eins, zwei, drei, vier und fünf. So, und was noch dabei war, eine kleine Überraschung. Die Überraschung ist hier mit drinne. Und die, hier sneaken wir zuerst einmal rein. Ja, jetzt werdet ihr euch fragen, warum bleibt die Frau so lange wach? Ja, ganz einfach. Also, die Box hat jetzt umgerechnet in Euro rund 250 Euro gekostet. So, jetzt rechnet euch bitte aus, was durchschnittlich ein Diamond Art Club kostet. Plus jetzt noch ein Geschenk und das Geschenk ist folgendes: Es ist, die haben auch ihre eigenen Kerzen. Also, ich habe eine kleine Kerze. Was heißt eine kleine? Es ist eine große. Und zwar die MeTime mit Seegras und spontan verlässt mich mein Englisch, was das heißt. Ich blende es euch ein. Oh ja, mal richtig.
Hier war ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch, weil ihr wisst, Keto und Duftkerzen. Schwierig. Also es riecht sehr stark. Es riecht für mich zu stark. Muss ich ehrlich zugeben. Es ist sehr angenehm, also kein zu aufdringlicher Duft. Es ist so wie ein ganz dezentes Männerparfum. Frisch. Nicht zu herb. Aber sehr, sehr, sehr intensiv. Also werde ich sofort zumachen und das geht, werde ich mir ins Bad stellen oder so. Weil sonst kriege ich leider Kopfschmerzen. Aber der Duft ist sehr schön, sehr schön. Also so eine kleine Kerze. 220 Gramm hat die. Alle Sicherheitshinweise und so weiter. Alles mit drauf. Genau. Und die Kerze kostet ja auch nicht wenig, wenn wir mal ehrlich sind. So, jetzt können wir mal gucken. Wir haben ein, zwei Kits mit eckigen Steinen. Das sehen wir immer in der blauen Beschriftung. Und hier an dem rosen Band sehen wir, dass es runde sind. Wollen wir von klein nach groß anfangen? Ich hoffe, ihr kriegt das hier irgendwie alles gebacken. So, das Video wird wahrscheinlich Überlänge haben. Ich werde euch die Leinwände zeigen, wenn ihr möchtet. Wenn ihr möchtet, dass ich euch die Steine zeige nochmal extra, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und dann werfen wir da auch nochmal separat einen Blick drauf. So, ab in die Kiste. Oh, warte mal, die Kerze stelle ich mal hier unten hin. Nicht, dass die mir hier noch kaputtig geht. So, dann gucken wir mal, was wir hier haben. Wir haben einen Randall Spangler und zwar Customized Bookshelf. Ein rundes Kit mit der Größe 92 x 41. Das ist ein Fan-Favorite. Habe ich noch nicht, also Glück gehabt. Wir werden genau definitiv ein altes Toolkit haben, aber das ist gar nicht schlimm. Trotzdem alles dabei, das kleine durchsichtige Schöpfchen, Viereraufsetzer, Aufsetzerstift, der Griffi für den Stift, ein paar Sippis und die zwei Wachsplatten, alles mit dabei. Ebenso der kleine Sticker, der wandert bei mir dann auf die Box. So. Ja, von der Leinwand, das ist so ein Zwischending, was sie mal zwischendrin gemacht haben. So, nee, so lang. Okay, es ist lang, nicht hoch. Oh, ich muss ein bisschen hochschieben. So. Und dann gucken wir mal. Bei den runden Kits von Gänsefüßchen damals ist es so, dass man nicht im ersten Moment sieht, was ist denn das für ein Bild? Weil die sehr stark mit den Kontrastdrucken gearbeitet haben. Ne? Also bei einem dunklen Steinchen haben sie quasi vorne ein helles Symbol drauf gemacht. Der Druck jetzt wurde ist anders. Heißt, sie erkennt auch viel besser sofort, was für ein Bild ist es. Och Gott, ja. Also ich muss zugeben, ich bin kein riesen Randall-Spengler-Fan. Ja, ich weiß. Ich bin zwar ein riesen Drachen-Fan, aber ja.
Das ist tatsächlich eins, was ich ganz knuffig fand, aber immer noch nicht knuffig genug, dass ich sage, okay, und du musst meins sein. ein weiteres Rindespengler habe ich ja schon, den Virus Detected. Der war tatsächlich im ersten Kit dabei. Ja, ich habe gelunzt in der VIP-Gruppe von Diamond Art Club. Da hätte ich jetzt Pech gehabt. So, auf jeden Fall. Dagmar? Und weiß ich nicht mehr. Aber ich glaube, der weibliche Draglin heißt Dagmar. Genau, fungieren als Buchstütze hier vorne, hinten. Die Bücher sind etwas dezenter. Und dazu mal folgendes Bildchen. So sieht das Original aus. Auch schön bunt. Zweiundfünfzig Farben, wobei zwei Farben ein AB-Steinchen sind. Wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, welche Steinchen, warum wusste ich jetzt, was das denn für ein AB ist, bitte zeigt mir dann, wo kommen die AB-Steinchen dann hin. Später schreibt mir in die Kommentare, ob ihr das sehen wollt. Das drehe ich euch dann, wie gesagt, dann nochmal extra ab. Aber das war hier nicht den Zeitrahmen sprengen. Und meine Technik und die Hamster. Machen wir das jetzt mal im schnellen Schnelldurchlauf. Ja, süßes Bild, runde Steinchen, auch wenn es sehr lang ist. Sehr schnell gelegt. So, wenn wir. Nummer 1. Nummer 2, ebenfalls ein. Kit mit runden Steinchen. Auf eurer Box habt ihr immer den Schmutzschutz oder Regenschutz, wie auch immer, nochmal extra mit drumrum. Für den Fall, Entschuldigung, dass doch mal. Ja, fall doch runter. Dass doch mal die Box nass werden sollte, also die Postbox sozusagen, dass ihr da nochmal einen Schutz habt für eben die innenliegende Box. Genau. Schritt-für-Schritt-Anleitung ist hier auch immer mit dabei. Euer Inhalt und so weiter. Rabattcode hier. Ich stelle euch einen noch von mir unten mit rein. Genau, also Rabattcodes bei Diamond Art Club immer irgendwo zu finden. Ach so, das war auch noch eine Sache. Auf die Mystery Box gab es keinen Rabatt. Ja, also da konnte man nichts drauf anwenden. Und hier haben wir ein Hennalin. Mein erstes Hennalin. Und zwar Neptun und Triton. In der Größe 51 mal 71. Und ich möge mich daran erinnern, dass bei Ariels Vater Triton hieß, also auf Deutsch Triton halt. Und ja, in dem Sinne Neptun war, ne? Oder ist, wie auch immer. Man möge mich berichtigen, so ich denn falsch liege. Das kleine Sticker. Und hier haben wir ein neues Toolkit. Da schauen wir mal kurz rein. Jeder ist gespannt, was hat sie für eine Stiftfarbe und was hat sie für ein Folienmagnet und für ein Washi-Tape. Auf jeden Fall erstmal, ihr habt ein klares Bütchen, das jetzt größer ist als die bisherigen, mit so einem Goldflitzer-Glitzer. Einen Stopper, dass ihr nicht aus Versehen die Steinchen verschüttet. Dann habe ich einen weißen Glitzerstift mit einem
roten, schrägstrich beerefarbenen Griffi. Käthes Herz hüpft ein Tupfen-Washi-Tape in Lila Metallic. Jeder weiß, Käthe mag Tupfen. Was Käthe auch mag? Blümchen. Wir haben eine kleine Daisy. Eine kleine, wer heißt denn das auf Deutsch? Ich weiß es nicht. Gänseblümchen. Da, danke schön. Ein schmaler Vierer, ein schmaler Siebener Aufsetzer. Eine Tüte mit Tüten. Und ein Container mit zwei herzförmigen Wachsplatten. Jawohl. Sehr, sehr solide. Also wer von den neuen Kids was verschenken möchte, also da ist wirklich alle dabei. Auch bei den anderen. Aber hier mit dem Washi-Tape, dass du dir die Leinwand nochmal abklebst. Super Sache. So. Und wiegt das Liebe, diese Leinwand. Ach Gott. Wie so schön. So, jetzt wird's bunt. Bunt, bunter am buntesten. Nee, so lang wird ein Schuh drauf. Okay. Da haben wir sie. Auch Hannah Lynn ist jetzt, also steht jetzt nicht ganz oben auf meiner Liste, finde ich aber durchaus interessant. Alles gewohnte Diamond Art Cup Qualität. Hier siehst du übrigens den Unterschied von alten runden Leinwänden. Also nicht runde Leinwände, sondern Leinwände für runde Steinchen. Hier siehst du halt gleich, okay, das ist das Bild. Wieso? Ich habe dich doch an die Wand projizieren lassen. Wieso glänzt du, Lampe? Guti, Lampe. Wir beeilen uns. Hier ist dann ein anderes Booklet mit dabei, Tipps und Tricks, wie ihr zur VIP-Gruppe auf Facebook kommt. Wieder ein Dankeschön-Gutschein, alles dabei. Ebenso dabei der große Sticker. Wie viele Farben haben wir denn? 56 und wir haben 4 AB-Steinchen. Auch hier wieder Bescheid geben, wenn ihr es sehen wollt. Dass ich in einem extra Video die Steinchen aus hier auspacke. 51 mal 71. Ja, wer ist Neptun? Wer ist Triton? Der kleine Papagei. Hier im Hintergrund das Piratenschiff. Piratenmedaillon hat sie um. Hier sieht es so ein bisschen aus. Ist sie eine Meerjungfrau? Hier sieht es so ein bisschen aus, als wäre das eigentlich kein Kleid oder so, sondern so ein Ansatz von einem Fischschwanz. Ja, wer weiß. Einmal bunt, bitteschön. Ich kann euch hier mal ranfahren, wie das jetzt nämlich aussieht. Jetzt ist alles im Prinzip ähnlich wie bei den Leinwänden für eckige Steinchen, bloß dass ihr da einen ganz zarten, dunklen Ring drum habt. Hilfskringel. Wenn ihr wollt. So. Schön. Gefällt mir. So, nächstes Kit schon mal von der Plastikfolie befreit. Und zwar haben wir hier ebenfalls runde Steinchen. Tada! Das fand ich mega cool. Da habe ich mich so gefreut, dass das hier mit drin ist. Deadly Sweet von Sarah Richter.
In der Größe 50,7 mal 63,9. Die komischen Zahlen kommen halt dadurch, dass sie original natürlich in Inch das produzieren. Ja, da war ich nämlich auch ganz ehrlich kurz davor bei deinem Painting Deutschland. Da gibt es das Bild nämlich auch. Zu ordern. Ja, wieder mal Glück, dass es nicht gemacht hat. Der kleine Sticker. Und blauer Glitzerstift. Brumm. Vierer und Siemer Aufsatz. Oh, das kenne ich. Das habe ich schon mehrfach gesehen. Oh, ein schönes. Tüte mit Tüten. Und ein ebenso blauer Griffi Wachsplatten. Und, ach, die sind cool. Sind hier so leicht erhöht. Hinten immer ein starker Magnet mit dran. Ein kleines Glücksklächen. Klieblatt. Dingens. Bummens. Jetzt siehst du nicht mehr drin hier. Oh ja. Und das ist der Grund, warum ich es doch bei Diamond Art Club bestellt hätte. Es ist für mich, für meinen Geschmack, klarer gerendert. Nichts gegen Diamond Pin in Deutschland. Auch die super Qualität. Da ist halt immer diese verwaschene, gerenderte, was ich nicht so mag. Und hier hast du halt wirklich knusperscharf. 34 Farben. Sehr pink und rosa lastig. Der Lollipop. Na, so nochmal seht, der Druck. Also, Wahnsinn. Gibt es irgendwelche fancy Symbole? Nö. Auch hier das mit dem Rot-Weiß. Das ist ja wirklich ein extrem schwieriger Kontrast. Kommt gut raus. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie das bei denen ist, die eine Rot-Grün-Schwäche haben. Da müsste man dann vielleicht nochmal bei den Anfragen. 34 Farben und ihr habt 1, 2, 3, 4 AB-Farben dabei. Cool. Immer mit drauf auf der Leinwand. Größe, Lizenzierung, Vorschaubild, soziale Medien und deine lebenslange Garantie. Sowohl oben, dein Spruch immer von Diamond Art Club, ne? Ja. Dein Vorschau-Sticker. Da alles wunderbar. Die vorperforierten Aufkleber. Und da leuchten mich die AB-Steinchen an. Hier was rosa mit, da ein roter. Oh, scharf. Rot. Rosa. Und hier habe ich irgendwo was lila nicht durchblitzen sehen. Und einen weißen haben wir auch mit dabei. Mega. Mega, mega. Ist da was? Ich mache dazu definitiv noch ein anderes Bild. Ein anderes Video. Bei Sonne.
Nicht bei künstlicher Beleuchtung. So. Nächste Kit. Blausteinchen. Ich rase hier so ein bisschen durch, dass ich das auch schnell hochladen kann, dass auch die liebe Sonja und alle anderen nicht eines Wartentodes sterben müssen. Ja. Und dann gibt es das extra Video dann. Genau, also, wir haben die wunderschöne Box und wir haben da drin, und das hat mich auch so gefreut, weil es finde ich schöner. die Fenja von Enis Guerrero. Genau. Im ersten Kit war auch eins, in der ersten Mystery Box war auch ein Bildchen von Enis Guerrero drin. Aber das finde ich eben nicht ganz so schön wie das hier. Tada! Oh, ich muss euch das auf einen großen Sticker, glaube ich, zeigen. Fenja, oder das Bild Fenja im Übrigen, entstand folgendermaßen. Die Enis Guerrero, die, oder wie sehr viele Künstler, sind ja auf DeviantArt unterwegs. Und genauso auch sie. Und sie hat da genau auch andere Künstler, die sie da verfolgt. Und bei einer, die hat so eine Geschichte zwischen zwei, also ich sag mal so eine Liebesgeschichte zwischen zwei Werwölfen, einen weißen und einen dunklen. Weiße ist die Fenja und der dunkle ist Killian. Davon hat sie sich halt schwupsala inspirieren lassen. Na, also haben wir unseren weißen Werwolf mit der Fenja. Ich bin mir allerdings noch nicht sicher, ob das ein... Das sieht eigentlich eher aus wie ein Bärenfell als ein Wolfsfell. Von der Geschichte würde es ja eher zu dass es Killian dann ist. Ich weiß es nicht. So, wartet mal. Ich muss mal versuchen, vielleicht komme ich von der Seite, dass ich... Ah ja. Euch mal die ganze Schönheit so glanzfrei wie möglich zeige. Oh mein Gott. Ist sie schön. Nee. Stell mir hier ohne den Weg hier zu, dass ich gerne hier am Tisch vorbeikomme. Cleveres Kiekchen. Das ist das Originalbild. Was hält sie ihn da in der Hand? Oh! Den Unterkiefer. Autschen. 59 Farben und wir haben 1, 2, 3 AB-Steinchen, AB-Farben, Booklet. Sehr viel Rosa. Ua. Rosa, meine Lieblingsfarbe. Neben Orange. Miau. Cool. Wunderschön. Auf den Tütchen auch immer euer Name des Bildes mit drauf. Ganz wundervoll. Der Druck ist auch super klar. Manchmal finde ich, haben sie ein paar neue Symbole, die ein bisschen, ja, ich will nicht sagen fancy, aber ich sag mal, wer auf eine Lesebrille angewiesen ist, dann wird es dann schon schwierig. Gell? Aber ansonsten. Hier haben wir noch nicht drin geguckt. Sag doch was. Mensch. Ach, wird schon zum nächsten. Zum nächsten und erstmal letzten. Und dann mal gucken, wie schnell das andere ist. Weil hier seht ihr schon eine neue Neuerung. Bötchen ist das gleiche. Oh, wieder so ein Glitzerding. Diesmal Streifen. Streifen sind auch cool.
lila Aufsetzerstift mit lila Griffi. Vierer, Siemer. Desano, das ist ein Viereraufsetzer. Bei den Kids mit eckigen Steinen ist eine spitze Mörderpinzette mit dabei. Ganz doll aufpassen. Die ist wirklich so spitz und die hat eine richtige Spannung. Also, ja. Zwei herzförmige Wachsplatten. Tüte mit Tüten und ein Pfotenabdruck. Ein Pfötchen. So wie, nee, was der sagt, ist wie dicket Moosgummi, ist es nicht. Ist viel fester. So, wir sind hier mit euch. Ja, also Pinzette. Nur bei den Bildern mit eckigen Steinen. So. Und last but not least erstmal ein sehr, sehr, sehr schweres Paket. Und zwar haben wir hier das Mystery Kit von Ann Stokes. Ein Drache soll es werden. Meine Güte, bist du schwer. 70 x 1,50 eckige Steinchen. Heilige Makrele, ist das schwer. In dem Mystery Kit ist immer dein Hinweis, bitte nicht keine Bilder in der VIP-Gruppe posten. Wer es gerne privat machen möchte, bitte immer kann das tun. Viele oder eigentlich muss ich sagen, alle kennzeichnen auf jeden Fall, bevor sie ein Bild zeigen, das mit einem Spoiler. Auch hier dick, fett, Spoiler. Ich werde die Leinwand ausrollen. Wenn ihr das nicht sehen wollt, dann schaltet ihr im entsprechenden Moment weg. Ich gebe euch Bescheid. Wir haben diesmal etwas Grünes, ein grünes. Ah, die fand ich schön. Da hatte ich letztens schon die Sakura. Sakura Washi Tape. Aber das ist hier so, weil es so durchscheinend ist. Man kann das gar nicht. Jetzt fällt mir die Blume nicht ein. Vierer Aufsätze auf jeden Fall. Wachs und Aufsetzerstift haben wir schon mal. Der Siemer. Der wunderschöne grüne Stift, der nicht scharf gezeigt werden möchte. Die spitze Mörderpinzette. Auch wieder ordentlich Spannung drauf. Tüte mit Tüten. Und Malven. Malvenblüten. Tada! Ah, ein Donut. Ja, der ist cool. Magnet will ja nicht ab, so stark wie er ist. Ach, jetzt hat er. Cool. Ein Mini-Donut. Die sind ja geil. So. Jetzt machen wir erstmal hier auf. Ah.
Und ich, schütte zwei Tütchen Steine raus. Okay. 310. Ich sehe auf jeden Fall einen gelben AB. Okay. Das könnten Flammen sein. Hier auf jeden Fall erstmal recht düster gehalten. Was ihr hier habt, das ist auch einmal der Name des Bildes und dass ihr auf jeden Fall zwei Tüten habt. Also hier haben wir die zweite von zwei Tüten. Na, so viel heller wird es gerade auch nicht. Okay. Das, ja. Wird düster. Oh, der AB sieht ja auch interessant aus. So eine Schlammfarbe. Da, Blitz, Blitz. Okay. Hier auf jeden Fall zu sehen. Tüte 1 von 2. 49 Farben. Und 1, 2, 3, 4 AB-Farben. Was ich sehr... Also ich mag das eigentlich total, auf der Leinwand zu arbeiten. Ich finde das angenehm, die Symbole. Schwarze Symbole auf weißem Grund. Vom Kontrast her. Steht nicht jeder drauf? Ich schon. So. Meine lieben Damen und Herren. Geht los. Wie gesagt, jetzt absoluter Spoiler. Wer es nicht sehen möchte, bitte abschalten. Vorher übrigens ein Däumchen da lassen. Okay, ich sehe. Oh yeah. Oh mein Gott. Wow. Wow. Das ist ja der Wahnsinn. Ich krieg das ja nicht hier auf. Oh mein Gott. Ist das riesig? Und wunderschön. Oh, wow. Ich probiere gleich mal, hier rüber zu fahren. Oder? Machen wir das so? Okay. Wahnsinn. Ja, gut. Ich mache jetzt einfach mal so. Meine Lieben. Gottes Willen, das ist schön. Ist das schön. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig über diese Bilder. Das sieht so mega aus. Und ich bin genauso mega gespannt, wie dann ihr Sitz aussehen wird. Mir fehlen Hände. Mir fehlt Zeit. Ah, Hilfe. Ich werde stark sein müssen. ich bin sehr, 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 sehr zufrieden mit der Box. Klingt komisch, ne? Ich bin zufrieden mit der Box. ich bin echt glücklich, dass ich das gesehen habe.
dass ich wach geblieben bin und dass ich die zweite Box bekommen habe. Keins der Bilder hatte ich bereits und bei einigen, ich hätte sie mir gekauft, so oder so. Und jetzt habe ich quasi ein Schnäppchen gemacht. Schön. Ich bin gespannt, was jetzt das sechste Bild sein wird. Bleibt ihr weiterhin gespannt, weil das war nicht der einzige Diamond Art Club Karton, der hier ankam. Gebt mir etwas Zeit. Also momentan ist halt sehr viel Wuling bei mir. Von daher kam das jetzt auch abends raus, weil ich habe anders einfach gar keine Zeit. Momentan. Ja. Was sollte ich sagen? Ich bin begeistert. Schreibt mir, habt ihr die Box bekommen? Habt ihr sie euch auch bestellt? Welche Box habt ihr bekommen? Seid ihr zufrieden? Kommt gerne auf den Discord, teilt da eure Meinung und ja. Ach, Leute. Ich bin glücklich. Käthe glücklich. Käthe kann jetzt schlafen gehen. Ich wünsche euch, dass ihr gesund bleibt, dass ihr immer fröhlich bleibt, immer die Hörnchen aufrecht tragt und wir sehen uns bald wieder. Ciao.